Auf heißer Spur, die Detektei EAAP München wünscht spannende Unterhaltung bei 110, das Polizeimagazin. Sie sind da, wenn Verschüttete geborgen, Verletzte gepflegt oder Vermisste gesucht werden. Die Helfer der Johanniter Auslandshilfe. Und damit herzlich willkommen zu 110, das Polizeimagazin. Auf der jährlich größten Johanniter Feldübung werden die Soforthelfer auf mögliche Katastropheneinsätze vorbereitet. Über 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie Österreich, Polen und Finnland nehmen bei dem Training teil. Wir haben sie exklusiv einen Tag lang begleitet. Ein Erdbeben der Stärke 8,3 und dann auch noch ein Autounfall. Eine Situation, in der die Johanniter Auslandshelfer schnell, aber auch überlegt reagieren müssen. Zum Glück handelt es sich dieses Mal nur um eine Übung und um ein fiktives Land namens Plantania, das in der Realität der Truppenübungsplatz Hammelburg ist. Das Ziel des größten Johanniter-Trainings ist es, die Helfer bewusst unter Stress setzen, um in realen Fällen die Zusammenarbeit der einzelnen Teams und Organisationen noch mehr zu stärken. Wir haben ein Team, das sogenannte Assessment-Team, das die Lage beurteilt, das vielleicht schon mal erste ganz kleine medizinische Hilfe leistet, dort wo es nötig ist. Aber das Wichtigste ist eben dort, die Sicherheitslage zu beurteilen, welche medizinische Hilfe ist nötig. Auf was kann man aufbauen, wo funktionieren Strukturen noch, wie ist die Sicherheit für die Helfer und wie ist die Logistik, wo kann ich Material bekommen, wo muss ich Material aus dem Ausland zuführen. In jedem Team gibt es einen Anführer, der wichtige Entscheidungen zu treffen hat. In dieser Gruppe versucht der Teamleader in einem Gespräch mit dem Bürgermeister der Hauptstadt von Plantania erstmal die Anwohnerzahl und weitere wichtige Informationen zu ermitteln. Denn erstmal gilt es, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, bevor geholfen werden kann. Schließlich steht seine Sicherheit und die seiner Kollegen an erster Stelle. Es ist natürlich immer im Ausland und in so einer sowieso etwas aufgeheizten Atmosphäre sehr schwer, in solche Menschenmassen reinzugehen. Wir sind da meistens sehr vorsichtig, nähern uns nur langsam und versuchen überhaupt festzustellen, ob das auch feindlich gegen uns umschlagen könnte im Zweifelsfall. Wie die einzelnen Teams arbeiten, schaut sich das sogenannte Beobachtungsteam genau an und begleitet die Einsätze die ganze Zeit über. Das, was ich wirklich interessant finde, ist, dass es tatsächlich einen Realitätsbezug bekommt. Also dass, wenn an den Teams von unterschiedlichsten Seiten her gezerrt und gezogen wird, was sicherlich der Realität entspricht, dass man dann auch merkt, wie so gewisse Verwirrungsmomente eintreten und wie man sich immer wieder sammeln muss und immer wieder überlegen muss, was hat man gelernt, wie muss man vorgehen. Das spürt man schon sehr deutlich. Natürlich hat jeder, der außen steht und nur zuschauen darf, die Momente gesehen, wo er gedacht hat, ach, da hätte man sich eine andere Reaktion erwartet. Zum Beispiel? Also verwirrend fand ich zum Beginn, dass das Team mehrfach durchs Dorf gefahren ist und nicht sozusagen ins Dorf gefahren ist und ausgestiegen ist und sich der Situation gestellt hat. Also diese Annäherungsweise, die hat mich etwas verwirrt. Wenn wir entsprechend angegriffen werden oder betroffen sind, können wir auch keinem anderen mehr helfen. Es ist überall immer gleich. Wenn eine Katastrophe passiert, dann ist am Anfang sehr, sehr viel Unsicherheit. Es gibt sehr viele Informationen, die kursieren. Und man muss versuchen, dieses Chaos an Informationen irgendwie zu strukturieren für sich selbst und dann gucken, was kann man mit den eigenen Fähigkeiten tun, um um die Konsequenzen der Katastrophe zu lindern. Während das Assessment-Team die Lage erkundet und die ersten Verletzten verarztet hat, bereitet sich das medizinische Team auf seinen ersten Einsatz vor. Doch was auf sie genau zukommt, wissen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Dennoch werden mögliche Sanitätsbetten und ein Zelt, das als Krankenstation dienen soll, aufgebaut. Schwierig ist, dass man nicht weiß, was einen erwartet. So ist es ja auch im realen Fall. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie viele Patienten auf einen zukommen. Und wir wissen auch nicht, welche Verletzungsmuster auftreten werden. Und die Unklarheit, das ist eigentlich das Schwierigste in so einem Einsatz. Im Laufe des Tages jedoch wird das Ärzteteam noch zahlreiche Personen mit unterschiedlichsten Verletzungen behandeln müssen. Für die Suche von Verschütteten werden auch trainierte Vierbeiner eingesetzt.
Einer von ihnen ist die 10-jährige Hündin Kiwi. Ihre Aufgabe lautet, lebende Personen in den Trümmern aufspüren. Man kann sich vorstellen, gerade in so einem schweren Erdbeben wird es Tote und Lebende ziemlich nah beieinander geben. Und wir wollen ja wirklich die Lebenden retten. Und dafür ist es notwendig, dass der Hund das schon unterscheidet. Und das können die auch unterscheiden, weil sich der Geruch einer frisch verstorbenen Person sehr schnell ändert, sodass die Hunde, mit Toten können wir ja auch nicht üben. Das heißt, die Hunde wissen, das Tolle für sie zu finden, ist eine lebende Person. Bei den Rettungshunden gibt es allerdings auch gewisse Unterschiede. Zum einen gibt es den Trümmerhund, der Verschüttete aufspüren kann, zum anderen den Flächenhund, der zum Beispiel in einem Wald nach Vermissten sucht. Um ein Rettungshund zu werden, müssen die Vierbeiner gut motivierbar sein und eine entsprechende Größe haben. Sprich, weder zu klein noch zu groß sein. Zudem müssen sie eine gewisse Erfahrung mitbringen. Wenn man mit einem jungen Hund startet, braucht man ungefähr 2 bis 3 Jahre, um ein geprüftes Rettungshundeteam zu sein. Da macht man eine Prüfung, die man alle 18 Monate wiederholen muss, um dann wiederum ins Auslandsteam zu kommen. Dafür sollte der Hund schon erfahrener sein, weil solche Auslandseinsätze schon sehr anstrengend sind und natürlich auch sehr fordernd für die Hunde. Nach einer kurzen Pause geht es mit der Johanniter-Großübung gleich weiter. Die Johanniter-Auslandshilfe ist weltweit in 24 Ländern tätig. In der internationalen Soforthilfe bauen sie auf die Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter. Auslandshelfer kann im Grunde jeder werden. Die Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 25 Jahren, die Johanniter-Mitgliedschaft und persönliche Eigenschaften wie zum Beispiel psychische und körperliche Belastbarkeit. Wenn wir in den Einsatz gehen, dann ist das durchaus eine ernste Sache, weil wir gehen dorthin, wo Katastrophen passieren, wo großes Unglück herrscht. Und wir sind darauf angewiesen, dass die Menschen einfach stabil sind und stabil und eine gefestigte Struktur innerlich haben, damit nicht irgendwelche Probleme, die sie zu Hause haben, in dem Land, in dem wir operieren, auftreten und dort möglicherweise auch eine Gefährdung herbeiführen. Zudem müssen die Helfer eine entsprechende Ausbildung erfolgreich abschließen. Erst dann dürfen sie im Ausland eingesetzt werden. Grundsätzlich ist es so, dass die Menschen ja schon eine ganze Menge Ausbildung mitbringen. Aber bei uns in der Auslandshilfe bekommen die Ausbildung, die zusätzlich qualifizieren. Da steht an allererster Stelle das Safety and Security Training, wo die Menschen oder unsere Helfer vor Situationen gesetzt werden, die sie bewältigen müssen und die durchaus schwierig sind, die sie unter Stress setzen, das ist so gewollt. Und der ein oder andere merkt dort schon für sich, wird mir ein bisschen zu anstrengend, das ist mir zu stressig, das ist mir vielleicht auch zu gefährlich und dem möchte ich mich nicht aussetzen. Das ist so das erste Mal, wo die ein Gefühl dafür bekommen. Und dann haben wir natürlich jede Menge internationale Trainings, so wie hier heute. Diese findet nur in Deutschland statt, aber wir haben auch Trainings im Ausland, in Lettland, Estland, Österreich, Zypern, in denen wir die Leute darauf vorbereiten, auf solche Einsätze. Doch egal, wie gut sie auf die Einsätze vorbereitet werden, in der Realität müssen sie auch mit anderen unvorhersehbaren Dingen zurechtkommen. Denn in ihren Einsatzgebieten herrscht nicht nur großes Chaos, sondern auch großes Leid der Betroffenen. Man wird gerufen, wenn es passiert ist, frisch passiert ist. Und das ist natürlich für die Teams sehr viel Stress. Aber es Dinge gibt, die einen belasten während so einem Einsatz. Und die kann man dann auch mit der Familie oder wird man auch mit der Familie besprechen. Haiti beispielsweise. Dort war es so, dass die Menschen konfrontiert worden sind mit dem Leid der Menschen, mit der Zerstörung und aber dann auch selbst in Gefahr geraten sind. Dadurch, dass halt Nachbeben erfolgt sind, die teilweise selbst um ihr eigenes Leben gefürchtet haben, weil es dort marodierende Banden und Kriminelle gab, die auch unschöne Sachen wie Mord, Raub auch vollzogen haben. Und ja, das belastet die Menschen schon sehr. Natürlich sind immer Einsätze, wo Kinder in irgendeiner Art und Weise involviert sind, die auch meistens die größten Leidtragenden von solchen Naturkatastrophen sind, das, was sich am meisten einprägt. Es war ein Fall in Haiti, das hatte aber jetzt nichts unmittelbar mit dem Erdbeben zu tun. Das war eine junge Frau, Anfang 40, die hatte einen fortgeschrittenen Gebärmutterhalskrebs. Und was schlimm war, dass keine medizinischen Strukturen zu dem Zeitpunkt geschaffen waren, um die Frau weiter versorgen zu können. Das heißt, die hat keine Behandlung erfahren. Wir werden danach auch betreut und beobachten uns gegenseitig im Team natürlich auch sehr intensiv, sprechen darüber im Team.
Obwohl es sich dieses Mal nur um eine Übung gehandelt hat, waren die Bedingungen sehr realistisch. Dafür sorgten auch rund 30 Helfer, welche die Opfer spielten. Auch die Wunden sahen täuschend echt aus. Ein Szenario, das für einen Sanitäter im Auslandseinsatz zum Alltag gehört und ein Engagement, das sie freiwillig und in ihrer Freizeit leisten. Haiti war machbar, weil ich damals noch Resturlaub zu nehmen hatte. Und von daher ging das kurzfristig, konnte ich an meiner Arbeitsstelle frei machen. Prinzipiell ist sowas nicht immer möglich. Das heißt, die Erfordernisse, personellen Erfordernisse, die müssen da berücksichtigt werden. Und von daher kann ich nicht, ist es nicht voraussehbar, ob ich jederzeit abkömmlich bin. Rund 36 Stunden lang haben die Johanniterhelfer bei der Großübung ihr Können unter Beweis gestellt. Dabei mussten sie Hilfe leisten und das mit begrenzten Mitteln und Möglichkeiten. Ein Training, das für die künftigen Auslandseinsätze enorm wichtig und lebensrettend ist. Das war's mit 110, das Polizeimagazin. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Fall gelöst. Die Detektei EAAP München, Ihr Partner für Wirtschafts- und Privatdelikte, präsentierte 110, das Polizeimagazin.